Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Und wenn ihr euch den Videotitel so anschaut, dann fragt ihr euch bestimmt dasselbe. Ist die Titan immer noch gut oder nicht mehr so wirklich, Freunde? Ich habe diese Frage gemeinsam mit Snacks ergründet, habe hier ein paar richtig, richtig geile Runden für euch vorbereitet. Ihr wisst ja, am Anfang, als COD rauskam, Black Ops 4 vor ungefähr einem Jahr, da war das noch ganz lecker mit der Titan. Da konnte man noch gut damit was wegballern. Gucken wir mal, ob das immer noch so ist. Apropos wegballern, Freunde. Ich baller in letzter Zeit hin und wieder mal ganz gerne so ein Level-Up Ice-Tea Peach weg. Ich habe im letzten Mal Ice-Tea Zitrone gezeigt, jetzt Ice-Tea Peach. Mit Code Scorpion spart ihr 5% darauf, wenn ihr Bock drauf habt, das Ganze Ding mal zu probieren, dann testet es mal gerne aus, Link in der Videobeschreibung. Das Zeug schmeckt echt super, also checkt es mal ab, Freunde, und ich würde sagen, jetzt ganz viel Spaß bei den Runden, let's go. So Leute, ihr seht hier meine Klasse, die Titan Meisterkunst mit Magazinerweiterung 2, schnell ziehen und scharf. Und wie gesagt, der Snacky Boy ist auch nochmal am Start. Ja, moin. So, und jetzt gucken wir doch mal gemeinsam, wie das hier so läuft mit dieser wunderbaren Waffenvariation hier. Hast du, welche Waffe hast du eingepackt? Auch die Titan? Natürlich auch die Titan. Ah, testest natürlich mit mir mit. Weißt du, ob die seit Anfang irgendwie gepatcht wurde oder so? Also ich weiß, dass die auf jeden Fall genervt worden ist. Okay. Um 12 Schaden oder so, ich bin mir nicht sicher, wie viel das war, aber man merkt nicht sonderlich viel davon. Die Waffe hat halt auch andere Vorzüge. Ja, Digga, du bist so schnell damit! Man ist gefühlt schneller als mit einer MP. Oh, warte, das könnte direkt ein Quadfeed werden. Oh, der letzte schluckt einfach. Oh mein Gott, das wäre direkt der lustigste Anfang gewesen. So, jetzt gucken wir mal kurz hier, ob die hier spawnen. Ich könnte es mir nämlich vorstellen. Digga, die Titan ist ja krank, Digga. Ich habe die halt so lange nicht gespielt, ne? Alter, bei mir läuft es schon so krank. Wirklich zu krank. Nein, Digga, Ballistikmesser. Digga, auf einmal macht er so ernst, Digga. Er gibt Pre-Fire alles drum und dran. Okay, aber nicer Start. Also bis jetzt, Leute, würde ich sagen, immer noch ziemlich stark. Aber man merkt schon, dass sie etwas schwächer geworden ist. Weil am Anfang war es ja komplett lächerlich. Oh mein, er hat uns mit einer Kugel geholt. Wir sind so richtig verschiedene Richtungen geflogen, als ob wir so eine Backstreet Boys Choreografie machen, Alter. Bye, bye, bye. Don't wanna be a fool for you. Ja, genau. Das war aber Endstink gerade. Stimmt. Ballistikmesser hat komplett im Reaper-Kopf gesteckt. Ist aber eigentlich unlogisch, ne? Eigentlich, weil der Reaper hat doch einen Stahlkopf, ne? Ja. Also die reden wirklich so. Die Konterdrohne gönne ich den Jungs. Ich auch. Haben sie sich schön erspielt. Haben sie sich redlich verdient. Oh, da kommt ein Blitzschlag. Ein feindlicher Blitzschlag? Ja, ah, das ist schon doch nice. Schuss. Ja, haben sie aber gut gemacht, muss ich auch dazu sagen. Also den haben sie sich auf jeden Fall verdient. Ja. Radarschleier zu zerstören bringt auch nichts, wenn der Gegner eine Konterdrohne hat. Ja, und natürlich werde ich mit dem Ballistikmesser weggeknifft. Ist ja auch klar. Gönn ihm das doch. Ich gönn immer jeden alles, Wallah. So muss auch sein. Da hinten ist wieder einer mächtig. Aber der hat also super Aiming, du. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da gerade drin waren, aber mehr als 10 waren es safe. Weil da Rim waren. So, jetzt wird Sensor rausgepackt, ist mir auch scheißegal. Ich hätte jetzt richtig Bock auf einen fetten Rim-Job. Wenn die jetzt hier spawnen würden, das wäre so heftig. Nein, dieser Seraphiamel, Digga. Bitte spawnt hier. Die spawnen andere Seite das immer noch. Das gibt's doch nicht. Das gibt's einfach nicht, Mann. Mit Hardliner, Mann. Mit Hardliner, wie so eine dreckige... This video has been demonetized. Mit Hardliner, Mann. Mit Hardliner. Digga, ich verstehe es bis heute nicht. Hardliner bringt doch gar nichts für ihn, Digga. Auch nicht, Digga. Für ihn ging das aber gar nicht klar. Der spielt mit Hardliner, Digga. Das geht nicht. Mit Hardliner. Digga, ich habe gerade so einen Killing Spree gehabt, ne? Oh mein Gott, ich habe die letzten Sekunden so rasiert. Digga, die Sense ist so... Ja, es ist halt so lächerlich. Die hat mich so heftig annihilated, die Sense, ne? Vor allem halt auf der Map, weil hier gibt es einfach nur einen Hotspot. Ja. Oh Gott, ich bin so wie so ein Formel-1-Wagen durchgeslidet. Man kann aber trotzdem zusammenfassen, immer noch lächerlich, die Waffe. Aber nicht immer wegen Schaden. Die Titan ist immer noch krank gut spielbar. Also wirklich. Ja, er hat das Camping, hat sich gelohnt. Oh ja, ja. Oh, die Variation der Waffe kannte ich noch nicht. Da gebe ich dir den Win der Woche. Den Rim der Woche, Alter. Wie man manchmal getötet wird, das ist richtig lächerlich, ey. Ja, ich fass das bei Lichtung. Wie du ihn weggescuffed hast, das war so abnormal. Ja. Ich bin fast gestorben vom Zug. Ja, hast du eine Sense, hatte ich da. Ja, hab ich weggemacht, den kleinen Schlawiner. Ja, da hinten kriege ich jetzt wieder nur Ekia.
Oh Gott, hinter uns, hinter uns. Ach nein, Digga, dieses Ballistikmesser, Mann! Ich muss sagen, die Map hatte ich halt original nie in BO2. Und ich finde sie richtig geil irgendwie, Mann. Ohne Spaß. Na, ich mag die auch, das war ja eine DSC-Map, ne? Ja, deswegen, die hatte ich echt, die habe ich nie gehabt. Ich finde die richtig cool. Alter, dieses Ballistikmesser, ne? Das geht wirklich überhaupt nicht, Digga. Ja, vor allem, man kann damit ja auch knifen. Ja. Und das ist das eigentlich Starke. Da ist er wieder. Guck mal, ob er mich holt. Ja, der Tempest holt mich natürlich. Mann, Seraphialm. Oder was ist das für ein Name? Oh Gott, was hast du Controller geworfen? Ja, weil perfekt. Das absolut unlogisch ist. Oh, Hetzer, ich guck schon mal nach oben, ich salutiere schon mal. Die ist so auf mich gegangen, Digga. So, die hat ja nicht mal gesplittet. Die ist nur auf mich gegangen, das hättest du sehen müssen. Oh, ich habe eine neue Sense. Die muss ich noch raushauen. Ich glaube, wir können das Spiel sogar noch gewinnen, weil ich jetzt die Sense bekommen habe. Sehr gut. Du musst sie aber auch ordnungsgemäß einsetzen, mein Freund. Ja, was? Hau ihn tot, bitte. Weil wir müssen jetzt hier die Position gewinnen. Nein, oh, Digga, wie konnte ich diesen Gunfight verlieren? Ich auch, weil er die Hardest hat. Okay, Digga, warte. Was ist das für eine Waffe? Ja, die Hardest halt. Ja, was hat das denn? Was ist das für eine Knarre? Die droppt dann ja ultimativ schnell. Nein, wir verlieren noch. Schade, Digga. Warte, ich gebe alles. Fight dich erst und das war's. Digga, ich habe noch 4 Leute geholt. Und ich bin natürlich wieder der Letzte, der mit der Hellstorm geholt wird, Digga. Wie hat er die da reingeschossen? Ey, warum hast du die Gegner so gefeedet, ich schwör. Mal gucken wir uns mal an die Reaper-Szene an. Ah, das war die, Digga. Das war so eine lange Szene. Guck mal, da habe ich noch einen durch den Dingens angeschossen, einfach gerade. Ich habe danach auch noch unnormal viele Kills mit der Dingens gemacht, mit der Titan. Eigentlich ist die Killcam unlogisch. Das heißt, ja. Es ist ein Fake-Video, weil, pass auf, normalerweise, unter normalen Umständen, hätte der Typ dich mit dem Ballistik-Knife weggehauen. Das ist echt so, das ist Fake News, Alter. Aber die Lobby an sich macht Spaß. Die Lobby ist stabil. Vor 2 Sekunden noch Controller geworfen. So, die Affen. Mann, warum kann man die nicht abknallen, Alter? Ja, Mann, schade. Ich wette, dann wäre Greenpeace wieder gekommen. Hey, warum könnt ihr die Affen im Spiel abschießen? Peter wäre dann wieder gekommen, wie bei mir, wo ich aus Spaß ein Facebook-Video damals gemacht habe, wo Jermaine seinen Hund anhebt und eine Totenkopfmaske aufhat und ihn so aus Spaß so quasi so, so rammelt, aber so komplett witzig. Dem Hund ging es auch voll gut. Also, wir haben das Video der Peter geschickt. Alles klar, danke dafür. Absolutes Spaßvideo, was ich mit Scoops 1000 Mal auch genauso gemacht hätte. Ja. Aber die Leute verstehen natürlich keinen Spaß. Ich glaube, Lucky hat auch schon das ein oder andere Mal schon auf die Fresse gehauen, Digga. Ja, ich weiß. Zu Recht aber auch. Leiden Lucky zockt, Digga. Wenn die das der Peter schicken würden, ich wette, die würden ausrasten. Katzen dürfen gar nicht zocken. Ach was, Digga. Das steht im Katzengesetz, Paragraph 1. Ich bin so. Mann, die Waffe ist einfach viel zu stark, Digga. Mach das im nächsten COD nicht, Mann. Das ist so krank. Junge, das ist so krank. Man muss nichts damit können. Ich mein's ernst. Die Titan? Ja. Ja, die hat auch halt 0,0% Recoil, Digga. Mit 2 Bullets bin ich weggeklatscht. Standard! Gegner bessere Spawns. Standard! Man kann auf dieser Map nicht sehen. Standard! Ich komm schon auf Arsenal. Der Typ hat mir einen ordentlichen Rimjob verpasst, Digga. Du ihn meinst, ja. Digga, weißt du, du musst halt umdenken. Warte mal, weißt du, woran ich gerade denken muss? Was? Wo ich dran denken muss, Digga. Woran? Was denn, Digga? Warte, Digga. Ich muss mich kurz zusammenreißen, Alter. Laska hat mal in einer Runde sowas gesagt wie, irgendwie, ich geb deiner... Warte, Digga. Er hat irgendwie gesagt, ich gebe deiner Mutter Roads to oder so. Und dann hat Julian das in der Analyse so gesagt, also auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie Romis Laska gesagt hat, aber auf jeden Fall so, dass es dann am Ende heißen würde, dass man von der anderen Person quasi Road gibt, weißt du? Ja. Digga, das ist so lustig, Digga. Du willst damit so fronten, Digga, dass du so absolut. Du bummst dich, du fickst dich so absolut selber, Digga. Ja, Mann, Alter. Der Lachfisch hat mich gerade absolut 4 Tode gekostet, by the way. Das ist wie wenn du sagst, ich habe dem Gegner einen Rimjob verpasst, dann f***st du dich ja selber damit eigentlich. Ja, ist auch so. Er hat mir einen Rimjob gegeben, dann ist es so. Ja, genau. Du sagst ja auch nicht, ich hab ihm richtigen gegeben. Genauso war es bei Laska. Ah, darf ich ihn locker aus? Ah, schön gegen die Sense anzutreten. Ja, ich hab den einen Sensenmann gekillt. Lucky macht gerade Auge, falls du es hörst. Ah, Digga, das geschützt, oh mein Gott. Genau bei B in der Mitte, Digga. Ich weiß nicht, wie ich das überleben konnte. Standard. Ah, fein. Ich muss sagen. Wo ist der Kampfschauer? Warte, ich verleine mit der Sense weg. Nein, die Hellstone, lass mich. Er wollte mich haben. Ey, das war so lächerlich.
Ich bin in seinem Stacheldraht gespawnt, Alter. Ehrlich? Ganz ehrlich? Nee. Ja, Digga. Raus aus der Lobby, Mann. Digga, normalerweise dürfte Reaper auf der Map nicht mal 2 Meter laufen, weil der Sand müsste sofort komplett in diese Maschine rein, Digga. Und dann war's das mit dem Laufen. Ja, das stimmt. Boah, hier sieht man ja richtig viel, Digga. Das war das erste Mal, dass ich die Map spiele, by the way. Sichtweite locker 20 Kilometer. Das Gute ist, du kannst dir immerhin nicht weggeaimt werden, Digga. Ich habe gerade so eine kranke Szene gehabt, wie ich das überleben konnte, Digga. Ist echt fraglich. Fraglich oder Standard? Boah, ich mach jetzt richtig eklig. Ich mach jetzt so eklig. Ja, mach, komm rein. Ja. Ja, war das geil. Unfair. Ja, Hammer. Ich warte jetzt hier. Oh mein Gott, war das unfair schlecht und alles. Es ist wie das Kuglock in der Mädchen. Ne, Kuglock. Die Jungs starten durch. Nur BG 2 Rapper fliegen von Großkaliber Schüssen und begehen selbst. Hier kommen ein paar Keks. Geil. Ja, danke, dass du mir hilfst, Bruder. Ich hab mich hingelegt und okay. Ja, beide überleben das. Hast du den Rimjob verpasst? Mhm. Standard. Ist der hier noch? I don't know. Ah, hier, der. Ah, das ist eine gute Strategie von den beiden, aber leider ist nicht so gut geklappt. Ah, ich kann mich nicht heilen, perfekt. Ich muss mich nur einmal anschießen, ich bin komplett down. Ich finde das so gut, dass man sich so schnell heilt. Alle sind hier! Nein! Ich habe Sense ausgepackt, aber ich kann sie zum Glück behalten. Oh, es war genau die richtige Sekunde. Alle sind hier. Alle waren da. Hier oben ist ein kleiner Lappen. Ist er da oben noch? Nee, ne? Okay, ein so Sense läuft. Digga, I don't know how I managed that shit. 3. Okay, 3 Leute mit Sense schon mal geholt. Ah, jetzt kommen die alle von hier. Ist dich doch mit deiner Granate, Mann. Du hast gar kein Recht, mich damit abzuwerfen. Ah, gut, dass die Sense nicht OP ist. Oh, geil. Oh, ja. Schade, ja. Schade, dass sie nicht OP ist, Mann. Es wäre so geil, wenn die stärker wäre ein bisschen. Aber so ist es ja. Oh, ist ja lächerlich. Ist das lächerlich, Mann. Lucky Maut so laut gerade, ne? Er geht so durch. Ich weiß auch nicht, was er sich dabei denkt. Er läuft durch die komplette Wohnung. Und maut dabei, Digga, als wenn er abgestochen wird, Alter. Vielleicht will er damit darauf aufmerksam machen, dass du Tierquälerei mit ihm betreibst. Mauro! Mauro! Genau so maut der. Aha, okay. Feindliche Seraph im Einsatz getötet. Ah, ein Wunder, dass für die Hellstorm was sieht, Digga. Ja, und natürlich holt er mich, was auch sonst. Ich bin der Gonz, wer denn auch sonst? Kennst du das noch? Ach Mann, nee, kenn ich nicht. Kennst du nicht mehr Rebit TV, die bei Kriegers Padawan irgendwie Zweiter geworden sind? Ach so, doch Mann, Digga, ganz lange her. Digga, 2007 Jahre ist es. Hat er nicht auch Julie Calusi mitgemacht? Ein Jahr später, ja. Okay. Das war die Staffel, wo ich auch eine Bewerbung geschickt habe, aber er mich nicht genommen hat. Jetzt kann er mein Padawan werden, Kappa. Digga, mit Commander Krieg ging es halt auch auf einmal down, ne? Das ist auch schon ein bisschen, also tut mir schon ein bisschen leid, Digga. Digga, vor allem Krieger ist so ein korrekter Typ. Wirklich, ist so korrekt, Digga. Aber egal, vielleicht, man weiß ja nicht. Er zieht weiter durch und das mag ich, Digga. Ja, Digga, er verdient ja trotz alledem immer noch sein Geld damit, ne? Ja, denke ich auch. Digga, es ist so geil, dass man hier die Gegner so gut sieht durch diesen Sandsturm. Ja, das ist auch, glaube ich, so Sand, wo du extra die Gegner stabil durchsiehst. Ja, das haben die, glaube ich. Hast du den hier? Ja, habe ich geboostet. Ah, hier ist auch noch einer. Ja, ja. Durch den Sandsturm so gut wie nicht, der nicht zu erkennen ist. Was? Du hast ihn nicht gesehen durch den Sandsturm? Nee. Also ich sehe die Gegner einfach mal perfekt hier. Am besten ist auf dieser Seite hier. Boah, das ist so gut, ey. Jedes Mal ist er hier drin, wenn ich hier gucke. Und da ist er auch schon wieder. Und jetzt kommt noch einer. Ich kann direkt im Pre-Aim bleiben. Digga, er war so schnell tot auf seinem Bildschirm. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie das aussah. Digga, er kommt rein, ich liege da, Alter, das ist so lächerlich. Aber er konnte dich auch eh nicht sehen, weil... Ja, stimmt. Es ist scheißegal, ob du da liegst oder stehst, weil Sandstorm regelt. Ah, ich hab eine Sense. So, Leute, ich würde sagen, das Video war ziemlich witzig. Wir müssen uns noch einmal die Szene hier angucken, den Quadfeed. Der war nämlich echt ganz schmackhaft. Weil erstmal den hier, dann den hier, dann den hier, dann den hier. Ah, da hast du die gut rasiert, ja. Und jetzt geht's natürlich noch weiter und es hätte sogar noch weiter gehen können, weil es ist gar nicht overpowered. Guck mal, gerade diese Position, wie sie alle so innerhalb von einem Strich gegangen sind, Digga. Ist echt so, Digga, das ist so krank overpowered, Mann. Das wäre ein Quad Colette gewesen, Mann. Na gut, Freunde, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Titan noch findet. Checkt auf jeden Fall den Kanal von Snacky Boy ab. Links in der Videobeschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.